Hallo, heute möchte ich euch zeigen, wie ihr aus einem Avocado-Kern eine sehr wirkungsvolle und rein naturelle Akne- bzw. Pickelcreme-Paste machen könnt. Im ersten Schritt müsst ihr nun die braune Schale von der Avocado lösen. Dies lässt sich ganz einfach mit dem Fingernagel von dem Avocado-Kern lösen, wenn der Avocado-Kern schon etwas getrocknet ist. Nun ist der Kern komplett abgeschält. Jetzt werde ich ihn nur noch einmal mit Wasser schön waschen. Nun den Kern gut abtrocknen. Und als nächstes brauchen wir jetzt eine Raspel und eine Schale. Und nun raspeln wir das Ganze, dass wir schönes Avocado-Kernpulver bekommen. Nun habe ich hier schönes Avocado-Kernpulver. Dem Pulver gebe ich jetzt noch etwas Wasser hinzu, dass ich daraus eine schöne Paste machen kann. Das Ganze verrühre ich jetzt und dann lasse ich es ungefähr 5 bis 10 Minuten einwirken. Nach 10 Minuten Einwirkungszeit habt ihr dann eine schöne Paste erhalten und diese könnt ihr dann auf die betroffenen Hautstellen auftragen. Ich gebe zu, es ist nicht gerade Make-up, dass man damit rausgehen sollte. Das kann man machen, wenn man zu Hause ist. Das Ganze ist halt ja rein bio, pflanzlich, natürlich, keine Chemie und die Paste trocknet nun die betroffenen Pickel aus und somit verschwinden sie. Mir hat das damals in meiner Jugend sehr gut geholfen. Ich war schon immer jemand, der halt nicht so gerne auf Chemie gesetzt hat und bei mir hat es wie gesagt sehr gut geklappt und vielleicht ist es ja auch mal eine Alternative für euch. Die Avocado kann noch viel, viel mehr. Unten im Beschreibungskasten seht ihr zum Beispiel noch einen Link, wie ihr euch aus dem Kern wunderschön eine Pflanze machen könnt. Aber ihr könnt auch aus dem Kern zum Beispiel einen Tee machen. Aus der Avocado selbst könnt ihr auch eine Gesichtsmaske machen. Ihr könnt beides verzehren. Wie gesagt, die Avocado ist eine sehr schöne Pflanze und man kann damit sehr viel machen. Und ja, ich habe halt immer diese Akne-Paste gemacht und mir hat das sehr gut geholfen. Und ich hoffe, euch hilft das auch. Ja, dann würde mich das freuen. Ich würde mich auch über ein Like von euch freuen. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Euer Mac Peverick.